Los geht's. Midgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Mhm. Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Wahrscheinlich. Folgt mir. Niemand hier! Wir gehen. Wo stecken die nur? Hey, sieh da! Irgendwas Verdächtiges bemerkt? Begeben Sie sich nach Hause!
Warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also... Sie stören die Fahndung. Verschwinden Sie! Irgendeine Spur? Wir durchsuchen gerade die Häuser. Macht hin! Sie dürfen uns nicht entwischen. Das lief doch gut. Ist nicht mehr weit jetzt. Bleibt vorsichtig. Und die anderen? Die warten unten. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Nicht weit von Kalm gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet. Geht zu ihm. Und hier. Nehmt das. Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben... noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Glück, du bist unverletzt. Entschuldigung! Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Dann los! Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando.
wirklich? Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Los. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute!
armselig. Los geht's! Nimm das! Der Feind ist geschwächt, Hopper. Deinen Kopf. Genug. Bis hier und nicht weiter. Das Ergebnis. Die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei, meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von Weitem. Die hier greifen nicht an.
Und tschüss! Alles geben! Das war's! Und tschüss! Hab ich ja genug!
könnte ich sie doch nur wieder zum Laufen bringen. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen.
Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ja. Ach, ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Hä? Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Kommt mich doch mal auf meiner Farm besuchen, wenn ihr Zeit habt. Spur von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der Alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So. Und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja. Ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann... Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt! Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool! Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Oh. Sieht so aus. Ja.
Chocobos. Übernimm du. Habt mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass ihr fort wart. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen, ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgardsomer nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will? Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy, der kann euch mehr sagen. Ja, habt ihr eine Frage? Der Midgardsomer ist eine monströse Schlange, die weit über 10 Meter lang werden kann und in den hiesigen Sümpfen heimisch ist. Er spürt die Anwesenheit von Lebewesen in seinem Revier, schleicht sich vollkommen geräuschlos an sie heran und überwältigt sie mit einem Hieb seines Schwanzes. Doch mit dem Tempo eines Chocobos kann er es nicht aufnehmen.
Aber ich erzähle hier nichts Neues. Das weiß eigentlich jeder Reisende. Ihr auch, das sehe ich euch an den Nasenspitzen an. Habe ich recht? Wenn es etwas gibt, womit ich mich auskenne, sind es Chocobos und Menschen. Mein Enkel Billy ist in dem Stall dort hinten. Er kann euch mehr darüber sagen. Ja, hallo? Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden, oder sie sind reserviert. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. In dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Hä? Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege.